Mexikos Westküste im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein unscheinbarer Fleck mit einem verheißungsvollen Namen. Topolobampo. Ein Klima so mild wie nirgends sonst, die Ebenen fruchtbar wie der Garten Eden und in den Bergen unermessliche Reichtümer. Der perfekte Ort, um eine Utopie wahr werden zu lassen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle. Soeben hast du dem Staat Mexiko einen Flecken Land abgekauft. Hier soll deine Vision zur Wirklichkeit werden. Eine freie und gerechte Gesellschaft. Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten wirst du in Topolobampo die Stadt der Zukunft errichten. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Hast du doch erfolgreich bereits einige Eisenbahnstrecken gebaut. Willkommen in der Stadt der Träume. Du bist hierher aufgebrochen, um eine Gesellschaft zu gründen, in der niemand Not leiden muss. Alles wird allen gehören und im Überfluss vorhanden sein. Zahlreiche Frauen und Männer wollen sich dir anschließen. Sie sollen ihre Behausungen ganz nach ihren Vorstellungen errichten dürfen. Besorge schon einmal das nötige Material. Im Umland finden sich exzellente Rohstoffe. Du brauchst sie nur in die Stadt zu schaffen. Und damit willkommen zurück zur vierten Mission in Mexiko. Topolobampo ist das Örtchen, was wir jetzt wieder auf Vordermann bringen sollen. Und wir starten entspannt mit Baumstämmen. Ja, haben wir gleich hier um die Ecke. Das sollte also kein Problem sein. Gut, dann fangen wir mal entspannt an. Ich würde mal von hinten das Pferd aufzäumen. So, wer braucht denn? Die brauchen Holz. Okay. Das heißt... Ja, kann ich das hier irgendwo reinbauen? Gut, ich müsste vielleicht eine Fabrik abreißen. Oder kann ich das hier hinsetzen? Oh, was ist, wenn ich das so drehe? Zwei Gebäude werden entfernt. Ja gut, dann muss da vielleicht nochmal eine neue Fabrik gebaut werden. So, dann machen wir den Anschluss, würde ich sagen, hier oben. Und ein Depot für Fahrzeuge. Machen wir auch noch gleich daneben. So, dann haben wir das schon mal. Neue Linie. Also von hier nach hier hinten. Einmal Holz. So, wenn wir uns... Okay. Transportieren alles. Holen wir uns mal, weiß ich nicht, vier die Linie 1 versorgen. So, dann würde ich das Ganze gerne mit einem Bahnhof machen. Ich lasse mal ein bisschen Platz. Weil ich befürchte, dass das nicht die letzte Ressource sein wird. Und, ja, hier können wir auch einen kleinen bauen. Sieht gerade gar nicht. So. Dann müssen wir irgendwie nur nach Topolobampo kommen. Ja, ist aber eine sehr, sehr kurze Strecke. Das ist sehr schön. Dann gibt es hier noch den... den Dings. Wer ist da denn? Den Depot? Das Depot? Ist das richtig? Ja. Und auch das funktioniert hervorragend. Neue Linie. Von da nach da. Plus ein Züglein. Welches Jahr haben wir denn überhaupt? 1885. 1885.
Gut. Am Cargo. Offen. Rungenwagen. Okay. Ja, ich denke mal, drei werden erstmal ausreichen. Kann man ja später vielleicht nochmal ändern. So, und dann müsste eigentlich alles funktionieren. Ja, sehr schön. Holz kommt. Okay, gut, du startest erstmal verkehrt, aber ist egal. Eigentlich habe ich alles richtig angebaut. Oh ja, egal. Die brauchen natürlich dann noch die Baumstämme. Ja. Oh, Keeper sogar 20. Hätte ich gar nicht gedacht. Gut, hätte man doch noch mal einen mehr dazu packen können. Aber das ist schon okay. So, habe ich gerade übrigens richtig gesehen bei den Fahrzeugen. Es gibt keine Passagiere. Oh. Okay, also wir können tatsächlich gar nicht hier intern in Topolobampo irgendwie noch Personen hin und her transportieren oder befördern. Das ist ja ärgerlich. So, wir können übrigens nochmal, weiß ich nicht, nochmal drei kaufen. Für Linie 1. So, liefere. Aber ich muss das doch auch an die Industrie liefern, oder? Das geht doch nicht einfach so. Hast du schon Holz? Ja, jetzt kommen schon die ersten Holzstämme. Ja, sehr gut. Versorgung. Check. Und da kommen auch direkt die nächsten 21. Das Projekt wächst und gedeiht. Dank der hochwertigen Materialien sehen die errichteten Gebäude ausgesprochen stattlich aus. Die ersten Siedlerinnen und Siedler sind eingezogen und alle arbeiten tüchtig an der Verwirklichung der idealen Gesellschaft. Doch zu einem erfüllten Leben gehört nicht nur Arbeit. Ebenso wichtig sind körperliches Wohlergehen, Vergnügen und Zerstreuung. Sorge dafür, dass die städtischen Einrichtungen von Topolobampo mit den nötigen Verbrauchsgegenständen ausgestattet werden, auf das Gesundheit und Lebenslust Einzug halten. Informiere dich bei dem Hotel oder bei dem Hospital, welche Waren benötigt werden. Erfülle mindestens eine Lieferung. Die Frauen und Alkohol? Männer der Kolonie sind kräftig und gesund. Sollte sich dennoch einmal ein Notfall ereignen, muss dafür gesorgt sein, dass das Operationsbesteck im Krankenhaus garantiert keimfrei ist. Zu diesem Zwecke lässt sich medizinischer Alkohol aus den zahlreich vorhandenen Kakteen herstellen. Okay, was ist das andere? Die Stadt der Zukunft wird viele Gäste anlocken, die das Erfolgsmodell mit eigenen Augen bestaunen wollen. Deshalb soll das Hotel nur mit der exquisitesten Ausstattung bestückt werden. Zum Beispiel mit stilvollem Essgerät. Dann machen wir lieber das. So, dann machen wir die Verbindung. Können wir ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Ja, noch da unten. Scheiße, ist gar nicht angeschlossen. So, und dann geht es nämlich direkt weiter. Und jetzt würde ich gerne... Kann man das hier erweitern? Terminals. Plattform. Gütergebäude. Eine Plattform für Güter. So, jetzt haben wir ein neues Gleis gesetzt. So, sehr schön. Haben wir das auch mal in Betrieb genommen? Ein zweites Gleis. Also am Bahnhof. Sind beide angeschlossen? Ja. Gut, dann machen wir es uns relativ einfach. Neue Linie. Von hier nach da, nach da. Und jetzt... Nein, oh, sorry.
Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob das überhaupt geht. Ja, seht ihr, das geht nämlich nicht so, wie ich es gerne hätte. Gut, dann erweitern wir mal ganz kurz. Für Güter. Gleise. Ja, ist natürlich ärgerlich. Aber gut, das können wir ja nochmal ändern. So, Linie 3. Da nochmal ganz kurz die letzte Station löschen. Und Linie 4 ist dann von hier noch da. Aber bitte über... Ich erkenne es überhaupt nicht. Ja, über die 3. Okay. So, neuer Zug. Lokomotive, Geld haben wir mehr als genug. So, und wir starten mit dem Eisenerz. Machen wir gleich 4. Und auf Linie Nummer 2. Oh. Und du bekommst dann die Silberlöffel. Und gehst auf Linie 4. Ist das jetzt richtig? Linie 2, Linie 3, Linie 4. Ja, müsste eigentlich passen. Bonusaufgabe, eine richtige Straßenbahn. Die Straßenbahn ist eine gute Sache. Doch die Hinterlassenschaften der Zugpferde dürfen keinesfalls vor den repräsentativen Gebäuden der Stadt zu liegen kommen. Oh Gott, Straßenbahn, wie geht denn das? Baue eine Straßenbahn. Kleine Bus- oder Tramstelle. Warte mal, ich muss mir aber die Übersicht schaffen. Okay. Tramdepot. Keine Ahnung. Ich habe noch nie eine Tram gebaut. Die kann ich denn nicht einfach so bauen, oder? Pferdebahn, USA. Fahrzeug ist zurzeit nicht zur Verfügung. Tram 1. Neue Linie. Tramgleise fehlen. Oh Gott, wie baue ich denn Tramgleise? Ah, Straße mit Tramgleisen aufrüsten. Wo sind sie jetzt hin? Ah, wie fährt denn die Linie? Ah, wo war das? Hier. Geht das so? Ja, geht so. Sehr schön. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Ja, cool. Und hinten gibt es dann die... Ja, keine Ahnung, wie die Dinger drehen. Aber angeblich soll es funktionieren.
sind die Trommen? Ja gut. Wir reden einfach nicht darüber, dass es eigentlich nicht gehen kann, aber egal. Wie dreht denn der? Ach, okay, der dreht einfach so. Okay. Gut, läuft. Haben wir. So, Einrichtung versorgen. Liefere 20 Alkohol. Muss ich das denn jetzt noch machen? Weil hier habe ich auch die Silberlöffel gleich mit drinne. Also eigentlich brauche ich gerade keine. Aber ich hoffe, das funktioniert alles so. Habe ich die falschen Güterwaggons dran? Okay, die ersten Silberlöffel sind da. Ja, es geht. Sehr schön. Und von der Auslastung her passt es auch hervorragend. Kann sein, dass ich vielleicht nochmal eins, zwei holen muss. Die Straßenbahn ist formidabel. Nur hält sie nicht dort, wo die Menschen hinwollen. Dank einer fortschrittlichen Technologie könnte die Linie im Zentrum verkehren, ohne dass überall Pferdemist herumliegt. Stell die Bahn auf elektrischen Betrieb um und transportiere sie zum Hotel und zum Hospital. Willst du mich verarschen? Mann, na super. Okay, nochmal neue Straßenbahn bauen. Okay, so. Gebäude. Also, da geht's los. Da geht's hin. Und da geht's hin. So, neue Linie. Welche waren das? Die 5, wa? Die kann man löschen. Alter, was ist denn das? Kann ich das noch aufwerten? Ja, kann man das auch wieder rückgängig machen? Spielereigentum. Ah, okay, indem ich es nochmal draufklicke, geht's. Verstehe. Ja, so können wir es aber machen. So, von hier nach da. Was ist das denn? Warum geht denn das nicht? Fahr doch hier. Fahr doch hier um die Ecke. Ach, weil es auf der falschen Seite ist. Ja, okay, sorry. Da muss man echt drauf achten. Das ist ja krass. Du bist natürlich auch auf der falschen Seite, ne? Ja. Okay, sorry. Ja, hervorragend. Das dürfte theoretisch nicht funktionieren, aber wir können es noch mal ein bisschen umbauen. So, jetzt müsste es funktionieren. Okay. Wir versuchen's. Die Trolley auf die Linie 5. So, seid ihr alle auf der richtigen Seite? Ich glaube ja, ne? Wir können natürlich auch jetzt einfach das Ganze auch noch von der anderen Seite machen.
Wunder der Elektrizität sei Dank, kann die Straßenbahn nun alle wichtigen Orte bedienen. Und das auch noch bei Wohlgeruch. Wohlgeruch. Oh Gott, da muss ich sogar eine neue Linie machen, ne? Okay, dann machen wir das Ganze nämlich auch noch andersrum. Sehr schön. Erste Bonusmission erfüllt. So, und die ersten Silberlöffel kommen auch schon an. Sehr gut. Jetzt haben wir wahrscheinlich doch zu viel Ressourcen hier rumliegen. Wir kaufen uns nochmal zwei. Von denen hier. Oh, es geht aber voran hier in der Stadt, ne? 401 Einwohner schon. Hervorragend. Und hier wächst und gedeiht alles. Sehr geil. So, aber ich sehe, wir müssen trotzdem noch Alkohol produzieren. Na gut, dann machen wir den letzten Schritt auch noch. So, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das nicht notwendig ist, aber anscheinend täusche ich mich da. Ja, und da würde ich mit... Oh. Oh Mann, ey. Oh, da muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich das mit dem Schiff sogar. Ich meine, Geld haben wir ja genug, ne? Mal gucken, wo ich überhaupt hin muss. Wunderbar. Ach, reicht doch schon. Die grundlegenden Bedürfnisse der Gemeinschaft sind gedeckt. Es wird gar mehr produziert, als die Kolonie selbst braucht. Damit der Wohlstand sich mehren möge, sollten die emsigst und mit viel Elan produzierten Überschüsse exportiert werden. In dieser entscheidenden Phase wären Erträge aus dem Exporthandel hilfreich, denn es stehen noch einige Investitionen zum Wohle aller an. Entscheide, welches Gut du zum Wohle der Gesellschaft nach Übersee exportieren willst. Silberlöffel aus den sagenhaften Silberminen der Sierra Madre werden ein Exportschlager sein. Ja, okay. Dann bauen wir einen Hafen. Wieso geht denn nicht? Hä? Frachtschiffe, ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das geht. So, neue Linie von da. Noch hier unten. Fahrzeug kaufen. In den Straßen von Topolobampo lungern einfach zu viele Junggesellen herum. Das ist der Produktivität enorm abträglich. Sieh deshalb zu, dass ihr Übermut gezähmt wird. Und wie ginge das besser als durch die verantwortungsvolle Aufgabe der Familiengründung? Jo, ganz genau. Warte mal, wir müssen mal das hier kurz abreißen. Hallo? Fahrzeug im Weg. So, ich muss nochmal alles abreißen. Nee, warte. Sorry. Geht das nur mit einem Straßenanschluss? Docks befinden sich außerhalb von Gefahrbahn.
versteh's nicht. Och Mann, ey, an was liegt's denn jetzt? So, und wenn ich da jetzt was ransetze? Okay, ist viel zu hoch, aber scheiß drauf. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Ansonsten bin ich schon wieder aufgeschmissen. So, was ist hier? Wenn Leute heiraten, bekommen sie Kinder. Und dann werden sie brav und bieder. Du solltest in Sachen Romantik etwas nachhelfen, auf das bald die Hochzeitsglocken läuten. Ja, bringe 10 Personen zum romantischen Aussichts... Ach du Scheiße, was? Und dekoriere den Platz mit 10 Bäumen für ein bisschen Privatsphäre. Muss jetzt aber nicht unbedingt jemand sein, der hier aus Topolobambo ist, oder? Ja, wir gucken einfach mal, ob es auch nicht Topolobamboa sein können. Warte mal, stellen wir mal hier drüben hin. Ja, das geht überhaupt gar nicht mit den Dingern. Ich muss auf so eine Tramstation schon wieder gehen. Gott, kann ich das auf Dirt wegen machen? Ja, geht. Okay. Hallo? 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 So kann ich ja kein Fahrzeug kaufen. Hallo? Station. Jetzt geht's, boah, ey. Neue Linie. Ja, keine Ahnung, ob da Leute hochfahren. Lassen wir uns überraschen. Und ich soll Bäume setzen? Wie kann ich denn Bäume setzen? Nummer 1 erledigt. Na gut, lassen wir das mal durchlaufen. So, jetzt mal ganz ehrlich, werden denn hier Silberlöffel transportiert? Versteh's noch nicht so ganz. Warum werden denn keine Silberlöffel jetzt hier eingebracht? Na, fahren wir bitte ins Depot kurz. Ich muss hier mal deutlich mehr Anhänger ranhauen. So, bist du da? Fahrzeug bearbeiten. So, offene Güter. Okay.
Oh, fast Unfall. Why, oh why? Wer denn keine Löffel hier abgeliefert? Ansonsten mache ich es anders. Da kenne ich ja nichts. Ja, komm, wir machen es gleich anders. Wir bauen es gleich komplett anders. So, Endbahnhof. Scheiße, war das jetzt angeschlossen? Ja. Wir transportieren es einfach direkt mit Gleisen. Hier unten am Wasser lang. So, und jetzt die Gleise. Entschuldigung. So, weil war deine Route? Welche Linie bist denn du? Linie 4. Mal kurz ändern. So. Alter, hoffentlich geht das jetzt. Oh, das war mir echt verrückt, die Scheiße. Ah, sehr gut. Die ersten Personen sind schon oben. Alter, 33 warten hier drauf. Krass. Wir müssen ja direkt nochmal einen zweiten und dritten Trolley holen. Bitte lass jetzt die scheiß Silberlöffel hier abgeben. So, das Kackding können wir übrigens auch mal ganz entspannt abreißen. Ach, gehört uns gar nicht. Okay, dann gibt's nichts. Ich hätte vielleicht einen eigenen Hafen setzen müssen. Das könnte das Problem vielleicht sein. Das könnte das Problem vielleicht sein. Na gut, wir lassen uns mal überraschen, ob es jetzt funktioniert. Aber eigentlich dürfte es jetzt gehen, oder? Also er nimmt es ja zumindest schon mal auf. Ja, sehr schön. Oh, es geht. Oh, heiliger Strohsack. Was eine Scheiße. Ja, auch das... Gut. Ist man fürs nächste Mal vielleicht schlauer. Sollte man nur noch eine Linie machen. Obwohl, naja, das ist halt in beide Richtungen, ne? 52, 53. Ja, wir müssen auch zweimal fahren. Aber ich muss ja auch eine Person hochbringen. Alter, wie die sich quälen. 3 km/h. 0 von 7? Okay. Hier sind aber Passagiere drauf. Mann, Mann, Mann. Das ist aber eine Mission, die dauert ein bisschen länger hier heute. Könnte sein, dass es mal 2 Folgen werden. Du hast nichts gesehen. Ja. Jo, hab ich nicht. Minus 5. Boah, Gott, quälen die Dinger sich hier hoch.
Oh, dafür runterwärts 25 km/h. Okay. Ja, mehr geht auch nicht. Aber eine Tram ist eine coole Sache. Auch weil es halt elektrisch ist, ne? Hat schon was Schöneres. Gibt es hier jetzt eigentlich Vorteile von? Naja, nicht wirklich, ne? Nicht so wirklich. So, jetzt haben wir aber hier gleich die Nebenmission geschafft. Das freut mich ja persönlich und das haben wir auch endlich. Wunderbar. Das Exportgeschäft ist auf Kurs. Nur einige wenige suchen lieber Zank und Müßiggang. Kaum schade, wenn sie die Stadt verlassen. Doch vielleicht sollte man dafür sorgen, dass es ihnen die anderen nicht gleich tun. Mehr Export bedeutet auch mehr Wohlstand und damit mehr Zufriedenheit in der ganzen Kolonie, sodass niemand mehr wegziehen möchte. Die Steigerung des Silberlöffel-Exports erfordert mehr Silber. Man muss nur tiefer schürfen. Der Stollen lässt sich mit Baumstämmen stabilisieren. Eine erprobte Methode aus dem Wilden Westen. Okay. Okay, okay. Also wir sollen Baumstämme zur Mine liefern. Dann machen wir hier mal einen zweiten Anschluss. Dann müssen wir ganz kurz die Dings hier ändern. Die Strecke. Ja, ich weiß, ich muss die Linie ändern. Und zwar geht's auf 1. So, jetzt müsste auch alles wieder funktionieren. Gut, dann gibt's eine neue Strecke. Auch hier müssen wir einen zweites Gleis bauen. Ist ja alles sehr einfach. Wo komme ich eigentlich raus? Da. Oh, das war zu weit. Das reicht aus. Statt den ganzen Alkohol nur für medizinische Zwecke zu verwenden, könnte man besonderen Gästen auch ein Gläschen davon kredenzen. Ein Schnaps, so heißt es in Mexiko, ist erst dann richtig gut, wenn der Wurm drin ist. Mach dich auf die Suche nach den pikanten Tierchen, die ihr Dasein unter Tage fristen. Ja, das mit den Würmern. Schnellster Wurm von Mexiko. Ich kann mich daran erinnern, an die Überschrift aus der Missionsbeschreibung. So, neues Fahrzeug. Ja, gut, Dampf. Und ein bisschen für Holz. So, gibt dir nur eine Strecke, ne? Linie 9. Los geht's. Wir haben sowieso relativ viel gerade noch offen. So, Ehekrach machen wir auch erstmal fertig. Die Liebe war von kurzer Dauer. Die frisch gebackenen Eltern geraten sich ständig in die Haare und die Kinder schreien unablässig. Dagegen waren die herumlungernden Junggesellen eigentlich ganz harmlos. Bedauernswert. Liebesgeschichten und Heiratssachen. Schnellster Wurm von Mexiko? Die schmackhaften Würmer sind nicht überall zu finden. Eine mexikanische Marktfahrerin meint, auf halbem Weg zwischen dem Wald und dem Sägewerk stünden die Chancen gut, welche zu erwischen, wenn du dich beeilst. Zwischen dem Wald... Ach, hier. Finde die markierte Stelle und grabe dort nach Würmern. Ach Gott, ich erinnere mich. Terrain. Gelände absenken. Also ich hoffe, dass das jetzt richtig ist. Werkzeuggröße. Unsere Informantin versichert, gerade waren sie noch hier. Doch gerade eben scheinen die Würmer flugs verschwunden zu sein. Versuche es noch einmal. Am Flussufer, nahe der Stadt. Hinweis folgen.
Okay, wo ist denn jetzt die Stelle? Ist das nur hier, oder? Grabe in der Nähe der Stadt. Boah, bin ich blöd? Wo ist denn die markierte Stelle? Ich versuche es noch einmal am Flussufer der Stadt. Ne, hatte ich doch gerade, aber da war ja nichts. Ich sehe auch keine markierte Stelle. Oder ich übersehe sie. Einfach nicht. Hä? Wo ist denn hier eine markierte Stelle? Im Wald? Da ist nichts. Ach, oh Gott. Alter. Eieiei. Endlich hast du sie erwischt. Die schnellsten Würmer von Mexiko. Nee, wirklich. In der Nähe der Stadt, also das ist ja 700 Kilometer weg von der Stadt. Naja, gut. Lassen wir ihn einfach mal dem glauben. So, Mine ausbauen. Die Leute haben zu gierig und zu tief geschürft. Wer weiß, was sie aufgeweckt haben in der Dunkelheit. Jedenfalls ist der Schacht eingestürzt. Ach du Scheiße. Oh weh. Trotz all deiner Bemühungen geht Topolobampo jämmerlich zugrunde. Ja, vielleicht ist die Menschheit einfach noch nicht bereit für ein Leben im Paradies. Damit möglichst niemand an diese traurige Episode der Menschheitsgeschichte erinnert werde, empfiehlt es sich, die Spuren dieses Experiments zu verwischen. Nur so können künftige Generationen nochmals ganz von vorn anfangen. Die Restbestände der hergestellten Materialien sollen nicht verkommen. Die mexikanische Bevölkerung ist dankbar für solch milde Gaben. Und du gehst nicht gänzlich leer aus. Bitte, was soll ich machen? Ah, okay, ich soll die Löffel hier wieder... Scheiße. Produzierst du denn noch? Ja. Okay, dann können wir das mal ein bisschen abreißen. Ja, das muss ich jetzt hier theoretisch auch ändern. So, du bist welche? Linie 3. So, das passt wieder. So, du gehst bitte... Was bist du? Linie 4? Okay, auf 1, keine Ahnung. Ach ja, egal. So, wir bauen jetzt dann den letzten Bahnhof. Falsche Tasten gedrückt, sorry. Und verbinden natürlich wieder den ganzen Quark. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Gut, Linie 4, neu. Topolobampo Anbau nach El Fuerto Anbau. Gut, und dann müsste es theoretisch jetzt durchrasseln. Da ist der Bogen drin.
Ach so, okay. War nur noch die Bestätigung, dass wir es geschafft haben. Wo sind bitteschön die ganzen... Löffel hin. Boah, jetzt bin ich echt gespannt, ob das wieder nicht funktioniert. Ich mache jetzt aber auch wirklich nur noch Löffel. Ich hoffe, dass diese Silbermine immer noch weitermacht. Boah, Zug ist auf jeden Fall randlos voll. Randlos? Ja, gut, restlos, randlos. We know what I mean. Das gibt's doch nicht. Doch, oh, er hat die Löffel mitgenommen. Okay, sehr schön. Gut, dann lassen wir es kurz durchrasseln. Viel wird nicht mehr passieren. So, zack, da entstehen direkt die nächsten. Löffel, du kannst ganz entspannt die Löffel abgeben. Aha. Kleiner Scherz. Mann, ey, das mit dem Angleichen gefällt mir. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Na gut, man sieht es auch gerade überhaupt nicht. Ja, gut. Ich erkenne es zumindest nicht. 27. Schön. Zack, 36. 28 gehen mit. So, hier wird dann nur noch Holz geliefert. Ach so, okay. Topolobambo braucht doch nur noch Holz. Dann können wir das hier auch ganz entspannt... Ne, können wir nicht abreißen. Das können wir aber abreißen. Weil das hat jetzt keinen Effekt mehr. Theoretisch dürfte auch die Anzahl der Menschen... Na, geht sogar immer noch hoch. Alter, Versorgung plus 60%. Krass. Ultra gut. Also je besser die Versorgung hier ist, umso mehr Prozente gibt es auch noch. Geiler Scheiß. Also man kann schon echt große Städte machen. Ich freue mich echt darauf, wenn wir irgendwann mal ein freies Spiel machen. Ja, wir lassen ihn jetzt hier einfach nochmal zweimal durchfahren. Passt schon. Also freies Spiel, da habe ich Bock drauf. 7 von 7, 3 von 7, 0 von 7. Also noch 13. Alter, diese Tramstation, die hat auch so viele Menschen im Einflussgebiet. Hier allein warten schon 52. Sehr geil. Ja, also Tram ist wirklich ein ganz hervorragendes Mittel. Also ab dem Jahr 1800 irgendwas. Wenn wir ein freies Spiel machen, oh, ich habe fast Lust, ab morgen dann schon mal ein freies Spiel zu machen. Weil ich glaube, die Grundlagen, die kennen wir jetzt mittlerweile alle. Und wie gesagt, es ist ja auch so ein bisschen Einführung und Tutorial gewesen. Ja, ich glaube, ich starte ab morgen dann mit einem freien Spiel in einer Region meiner Wahl. Darauf habe ich Bock. Weil ich finde es immer schade, fängt man hier gerade an, so eine Stadt richtig aufzubauen und zu versorgen und zack, geht's in die nächste Mission und es geht wieder alles von vorne los. Das befriedigt mich nicht. Und ich denke, es macht dann durchaus Sinn, sich mal komplett um was zu kümmern. Von Anfang bis Ende, also 1850 geht's los und dann, ja, mal gucken, wie weit wir das Ganze dann prügeln können. Gut, wir liefern erstmal die letzten Restbestände in El Fuerte ab. Und dann sind wir mit Mission Nummer 4 auch... Sieh zu, dass niemand merkt, dass du jemals hier warst. Nur so werden fortschrittlichere Generationen in der Zukunft
einen kompletten Neuanfang wagen können. Bitte was? Spuren verwischen. Verändere die Stadt und die Landschaft in der Umgebung. Ich muss alles abreißen, oder was? Ich verstehe nicht so ganz, was ich machen muss. Oh, wir haben es gleich geschafft. Nun denn, auf Nimmerwiedersehen, Paradies am Pazifik. Du hast dein Bestes getan, doch die Zeit war nicht reif für deine bahnbrechenden Ideen. Wie bedauerlich. Mögen die Kinder der Zukunft auf fruchtbarere Bedingungen stoßen, um die freie und gerechte Gemeinschaft der Zukunft zu errichten. Gut. Und das werden wir dann ab morgen in einem freien Spiel machen und uns da mal um ein paar Ortschaften kümmern. Ich bin sehr gespannt, freue mich drauf. Und dann verabschiede ich mich. Bis zur morgigen Folge dann in der freien Welt. Haut da rein!